Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Ich habe offstream die Arena verlassen, bin zur Seeschauminsel und habe mir einen Mushas gesucht, bin auch gerade noch dabei und habe Simsala abgelegt, weil Simsala hat mich echt, vielleicht hat man es gemerkt, in der letzten Folge komplett weggebrochen. Und ich bin jetzt gerade noch dabei, mir einen Mushas zu suchen. Hab schon irgendwie eine Fangserie von 10 oder so. Und werde versuchen, da jetzt mal eins mit guten DV-Werten zu holen. Das Wesen habe ich angepasst auf irgendein Verteidigungswesen. Kühn, glaube ich. Und genau, maybe Shiny auch. Who knows? Wichtig ist, dass es halt gute DV-Werte hat. Das Shiny ist mir erstmal da Fangserie 12. Ich glaube, ab 20 hat man ja zwei Werte garantiert auf Maximum. Und wichtig wäre halt, dass gerade Verteidigung und Spezialangriff auf Maximum wäre. Aber das, da muss ich mal schauen. Ja, es ist übrigens im Handheld-Modus, ich habe heute Morgen ein bisschen Handheld-Modus gespielt, viel entspannter zu fangen, ne? Als die ganze Zeit hier so rumzufuchteln. Aber 5,5 Bonus-Multiplikator, das ist krass. Ab einer Serie von 10 schon crazy. Ja. Pokédex füllt sich auch. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Der Plan ist halt, wie gesagt, jetzt ein gutes Mushas bekommen. Dann die 7. Arena, dann die 8. Arena direkt hinterher. Dann Top 4. Und dann sind wir schon durch mit dem Ganzen. Ich werde dann das natürlich noch weiterspielen, aber die 1% Kanalpunkte-Challenge ist dann auf jeden Fall abgeschlossen. Ich muss echt sagen, es macht mir so viel Spaß. Let's go. Es hat mir gestern, ich habe gestern über 8 Stunden gezockt. Und es hat sich nicht einmal irgendwie angefühlt, boah, ich habe keinen Bock mehr. Es hat mich nicht gebrochen. Manchmal hat das Werfen mich ein bisschen gebrochen, aber sonst ist mit Abstand echt das beste Pokémon-Spiel auf der Switch. Und ich habe auch meine Zuschauer angesteckt, also das schaffen Spieler auch nicht immer, dass direkt 3, 4, 5 Leute der Zuschauer mitzocken. Da merkt man schon, wie gut dieses Spiel ist und wie scheiße Carmesin und Purpur ist. Naja. Gestern habe ich auch noch weitergezockt, aber alle 45 ein Clip bekommen. Was hast du denn gestern gezockt? Also, inwiefern hast du gestern gezockt? Also, wo bist du jetzt, Jojo? Wie weit hast du gezockt? Ach ja, ich habe mir doch den Silberkronenkorken geholt von der Sonne-Mond-Tuse. Ich habe ein paar Beeren gesammelt auf Route 17. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Rocket beim Casino. Ah, okay, chillig. Chillig, chillig, chillig. Mushas fangen geht echt schnell. Der bleibt fast immer drin. Der ist einfach zu treffen. Oh, der ist zwar nicht gut. Ich weiß auch die Animation, wann er flüchten will. Schade. Da streckt er so die Zunge raus. Großartig. Zockst du heute auch noch weiter, Jojo? Also mein Plan für diese Folge ist auf jeden Fall das Game beenden. Bist dabei? Chillig. Also ich werde jetzt bestimmt noch so 15, 20 Mushas fangen. Dann gucke ich mal, ob ein gutes dabei ist mit den DV-Werten. Und dann geht's direkt ab zum 7. Orden. Der kann ja mal ein bisschen ruhig stehen bleiben, bitte. Oh, der war schlecht. Macht der da? Der trollt mich. Einfach fabelhaft. Welcher Orden ist Giovanni? Achter. Giovanni ist Achter. Ja, Arcani ist Level 50 jetzt, aber ich muss echt sagen, mit Abstand ist Gyarados am stärksten. Nicht nur, weil sein Angriff so hoch ist, sondern weil der auch mal was aushält. Ey, Simsala und Gengar, die halten ja echt gar nichts aus.
Aber Mushas wird auch so eine. Also Austausch wird auch so eine krasse Wall werden. Einfach fabelhaft. Mushas geht auch nicht nach links und rechts, das ist auch entspannend. Mushas ist echt easy. Ja, Bisaflor habe ich schon auf 32. Smogon müsste sich jetzt entwickeln. Drachenwut? Wer will Drachenwut? Der. Okay, geben wir mal. Die DV-Werte von meinen Startern sind auch gar nicht so schlecht. Ich finde das so krass. Ja, Austausch hat übelst krasse Verteidigung. Ich werde ihm auf jeden Fall Hausbruch geben, Eisstrahl und Surfer. Und mit Hausbruch wird er so viel reinböllern. Seine Verteidigung sinkt zwar um eine Stufe, aber selbst dann hat er noch übel viel Verteidigung. Spezialangriff plus 2. Am Anfang Hausbruch und dann alles wegsweepen. Habe ich richtig Bock drauf. Endet ja auch dann und verdoppelt, also plus 2. So, Fangserie 18. Nicht mehr viele. Ja, ich finde das einzige, also ich finde das Game richtig, richtig gut. Es gibt zwei Kritikpunkte, die aber auch ultra subjektiv sind, die nicht mal als irgendwie objektiv betrachteten. Mann! Ein Problem sind. Mann, der wäre perfekt. Mann! Ja, das Werfen ist echt kacke, Mitte. Wenn ihr es in Handheld habt, dann müsst ihr nur A drücken und der Ball fliegt genau dahin, wo ihr hin wollt. Also das mit dem Joy-Con werfen. Klar wollten die das Feature da reinbringen, gerade von der neuen Switch, aber es ist übel nervig. Dass die einem nicht die Möglichkeit geben. Ach, Gengar lernt noch Traumfresser. Traumfresser, Hypnose ist natürlich eine geile Kombination, ne? Aber Hypnose muss dann auch erstmal sitzen, wisst ihr? Und das kostet dann hier auch wieder einen Steckplatz. Ne, wir lassen das mal. Hallo Kettler, frohe Ostern auch an dich. Bis. Ah, ich kann Smogmog ablegen. Sehen wir denn rein? Jugob kann man noch entwickeln. Auch, also ihr müsst doch mal sagen, dass die Visuals doch viel geiler sind. Ich kann auch Garados aus dem Pokéball holen und dann serve ich auf Garados. Also das ist doch viel, da ist doch viel mehr Arbeit reingesteckt worden, als in Kamisen und Popo, wo ihr einfach alles mit dem scheiß legendären Pokémon macht. Oder Schwertschild mit dem Fahrrad. Also das finde ich ja noch okay mit dem Fahrrad. Aber hier surft man. Man kann auch den verschiedenen Pokémon surfen. Es fehlen so ein bisschen Quality of Life Changes. Ne? Also, dass man, wenn man Garados jetzt hier draußen hat, mit dem mit einem Knopfdruck wegpacken kann und man nicht umständlich ins Menü muss. Das mit dem Werfen, dass man sich das nicht aussuchen kann. Es ist auch ein bisschen schade, dass man Himi-Bären nicht kaufen kann. Das wäre auch nochmal entspannend. Aber sonst habe ich echt nicht viel Kritik hier dran. Vielleicht ein, zwei Spawns mehr. Hier kommen immer nur drei. Aber ich meine, lieber drei Spawns ohne 2 FPS-Movement als 10 und das sieht aus wie Grütze, oder? Mushas gefangen, sehr schön. Ich hatte einmal einen Mushas gefangen, das hat über 1000 Erfahrungen gegeben. Ich wusste gar nicht wieso. Also klar, einfach fabelhaft. Schön. Es gibt Pinsir nicht, aber kein Pinsir in dem Game. Doch, es gibt Pinsir. Hä? Klar gibt es Pinsir. Kommst du darauf, dass es kein Pinsir gibt?
Hä, wo? Guck doch mal bei PokeWiki. Auswendig weiß ich das auch nicht. Oh, zu hoch. Oh, 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 oh. Da wollte er abhauen. Wenn er die Zunge rausstreckt, haut er ab. Dann lieber abhauen, habe ich gelernt. Und das nächste, weil sonst ist die Fangserie weg. Und ich bin ja schon fast bei 20 oder so. Das wäre ärgerlich. Der ist ganz schön aggressiv. Ach. Mann! Mann! Das ist nervig! Ich dachte, Pinsel wäre ein Bär. Ein Bär? Nein, nein, das ist ein Käfer. Das ist Gegenstück zu Sichlor. Oder Skaraborn. Bär. Moin Steven, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Frohe Ostern an dich und die Familie. Bestens. Mir geht's auch bestens, danke. Dieser eine Bär, der da tanzt. Du meinst Pandir? Pandir gibt's doch nicht in Kanto. Pandir gibt's erst seit dritte Generation, glaube ich sogar. Frohe Ostern, Kitty! Ich nicht mal umziehen, du. Ich bin reingekommen direkt am PC, Steven. Erstens, weil ich süchtig bin. Zweitens, weil ich streamen wollte. Lass mich. Ganz sehr verwirrt. Tausend. Wieso hat das jetzt 1000 gegeben? Verstehe nicht. Fangserie 23. Schon nicht schlecht, ne? Da wird doch bestimmt ein gutes Mushas dabei sein. Hey, geh weg. Einfach fabelhaft. Das ist auch so richtig schön in Regenbogen und so. Gefällt mir. Steven ist ja ein ganz witziger Kitty, oder? Ich will gar nicht wissen, wann deine Kinder Geburtstag haben, Steven. Aber jetzt weiß ich, wieso ich im Dezember Geburtstag habe. Nach Weihnachten. Ich habe schon ein bisschen Muskelkater im Arm vom Werfen. Ich bin so ein krasser Pokémon-Spieler, dass ich schon Muskelkater im Arm habe vom Werfen. 3800? Wieso das denn? Wieso gab der 3800? Ich verstehe das System nicht. Irgendwas verstehe ich an dem System nicht. Wieso gab der 3800? Vielleicht wegen der Serie? Keine Ahnung, kann sein. Workout und Pokémon. Da bist du einseitig am rechten Arm. Ich müsste gleich mal mit dem linken Arm werfen. Fangserie 25. Was kann ich hier noch entwickeln? Vielleicht nicht ein Reborn.
Also wieso der 3800 gab, verstehe ich nicht. Da bin ich raus. Ich speichere mal. Kann man für die Bärensammlung, fürs Bärensammeln und für den Silberkronkorken eigentlich den Tag vorstellen? Einfach, Fabler. Simsala-MVP muss ein Team. Nee, lass mal. Ich will von Simsala nichts mehr sehen und hören. Der hat mich so gebrochen gestern. Kann man, also, eigentlich wäre es witzig, mal zu sehen, wie oft er gestorben ist. Irgendjemand muss ich die Folge angucken von gestern und mal erzählen, wie oft der draufgegangen ist. Einfach fabelhaft. Ketloff, hol dir eine Switch Lite. Hol dir eine Switch Lite für 200 Euro. Wenn du eine gutes Gebrauchtes findest, vielleicht für 150, kann ich wärmstens empfehlen. Mario Kart, Pokémon Let's Go. Gibt's einige tolle Spiele, die sich richtig lohnen. Ich überlege jetzt schon lange, mir noch eine Lite zu besorgen, so fürs Schlafzimmer, für im Bett oder auf der Couch. Aber das Doofe ist bei Pokémon, der Spielstand ist ja nicht Cloud-basiert. Das heißt, der ist auf der Konsole. Selbst wenn ich jetzt eine Switch Lite hätte und das Spiel dann darauf spielen würde, wäre das nicht der Spielstand, den ich auch hier habe. Oh, auch schön. Einfach fabelhaft. Das ist aber auch ein geiles Feeling, einfach fabelhaft zu werfen. Modus Multiplikator 6x26. Erfolgreicher Fang, fabelhafter Wurf mit einem Wurf, Wurftechnik, Fangserie, Größenbonus. Bonus Multiplikator 26. Hä? Das muss mir jemand erklären. Also doch wegen Serie. I don't know. Check's nicht. Wenn ich überlege, wie ist das denn dann bei einem Schanera? Gibt dann ein Schanera 10.000 Erfahrungen oder was? Oder 20.000? Moin, Matt. Hast du eigentlich ein Shiny Traumato bekommen? Steven? Bei 80? Ich wünschte, ich könnte euch meine Glücksgefühle rüber transportieren. Und euch erklären, dass ihr eine Switch braucht, um das Spiel zu spielen. Nö, das kommt noch dazu. Krass. Vielleicht hast du was falsch gemacht. Einfach fabelhaft. Ich
4,4. Komisch. Moin, Turok! Haben wir jetzt auch bestellt. Turok, gut gemacht. Gut gemacht. Das freut mich richtig. Ich habe es eingangs der Folge schon gesagt. Das Game ist so gut, dass Leute mitspielen wollen, weil es einfach... Also, man muss nicht viel mehr dazu sagen. Es ist einfach das beste Pokémon auf der Switch. Leute spielen mit, Leute kaufen sich das Spiel extra. Es ist einfach... Ich habe auch so viel Spaß gehabt. Gestern 8 Stunden. Ich hätte am liebsten noch weitergemacht. 1100. Das prompt, also das ist mit nie mit Let's Go beschäftigt. Also wenn die Fangmechanik auswählbar wäre, dass man auch ganz normal, also ich meine, Handheld kann man ja. Im Handheld-Modus habe ich auch gemacht, da kannst du ohne dieses Fuchtelei machen. Wenn das auswählbar wäre. Man kann das auch Koop spielen und so. Das ist so ein gutes Pokémon. Scheiße. Darf man den Preis? Ja, das ist verrückt. Den gab es ja auch nur eine ganz kurze Zeit, glaube ich, zu kaufen. Das ist die gelbe Edition. Ja, ist die gelbe Edition. Du kannst alle Starter bekommen. Die Spawns der Pokémon sind auch ein bisschen anders. Porygon gibt es in der Wildnis. Ja. Ich möchte noch krasser transportieren, wie toll dass ich das Spiel hier finde. So doof ich es am Anfang fand, als ich es das erste Mal gespielt habe, so gut finde ich es jetzt. So, beschissener finde ich im Handheld. Nee, ich nicht. Ich mag es im Handheld mehr. Man kann halt mit dem Gyro perfekt justieren. Da muss man nur einen Knopf drücken und der Ball geht genau in die Mitte des Bildschirms. Das finde ich besser. Vor allen Dingen, wenn du Pokémon hast, die zur Seite gehen. Wenn die Pokémon nicht zur Seite gehen, dann gebe ich dir recht, dann ist es einfacher hier mit dem Werfen. Hast auch schon echt Bock. Hast du Retail geholt? Ansonsten kaufst du auch im Shop, Mann. Da musst du nicht warten. Hol dir einen 50 Euro E-Shop-Gutschein über Instant Gaming, über meinen Code und dann direkt kaufen im E-Shop. 4.500, let's go. 4.500 mit einem scheiß Mushas. Das ist geil. Garados Hydro-Bombe? Nein. Du gehst auf physisch, mein Bester. Oh, Glutexo. Oh, Shilock und Glutexo entwickeln sich. Auf jeden Fall, Turok. Auf jeden Fall. E-Shop. Ich hätte jetzt keinen Bock zu warten. Vor allen Dingen ist da Sonntag. Morgen Feiertag. Das kommt da frühestens Dienstag. Dann kannst du ja heute und morgen nicht zocken. E-Shop. Scheiß drauf, dass es da 20% mehr kostet. Aber ich könnte die 2 Tage nicht warten für 10 Euro weniger. Wenn es jetzt irgendwo für ein 20 geben würde bei eBay. Boah, guck doch eBay Kleinanzeigen bei dir in der Umgebung. Vielleicht hat da irgendjemand das Game. Das würde doch auch gehen. Das habe ich auch schon öfters gemacht. Da wollte ich irgendwas unbedingt zocken, aber nicht so viel bezahlen. Habe eBay Kleinanzeigen geguckt, irgendwo beim Nachbarn abgeholt. Das ist manchmal echt entspannend. So, was haben wir bekommen? Ein bisschen Schokolade habe ich mir gegönnt. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Sonst natürlich nichts, wir schenken uns nichts. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Die Tochter... Boah, zu schwierig zu erklären. Es war ein kleines Mädchen dabei, die hat ein bisschen was bekommen. Also noch ein Baby war mit dabei. Ich komme nicht an das Mushas hier ran. Hallo. Stellt euch vor, das wäre ein Shiny und ich komme da nicht ran. Ja, drück's weg, Tentoxer. Sehr schön. Einfach fabelhaft. Den habe ich auch schon kommen sehen. Einfach fabelhaft.
Nein, bleib doch drin. Das wäre wieder übel viel Erfahrung gewesen, wäre der dringend blieb, der Sack. Wir haben jetzt 2 Uhr. Also, soll ich schon mal gucken? Ich guck vielleicht so bei 40. Oder soll ich jetzt schon mal gucken, ob ich ein gutes Mushas habe? Weil wenn ich ein gutes... Upsala. Wenn ich ein gutes Mushas habe, können wir hier raus in den 7. Orden machen. Weil vielleicht sind wir ja schnell durch. Können wir später vielleicht noch ein bisschen Mario Kart, aber eigentlich... Selbst wenn ich das durch habe, hätte ich irgendwie noch Bock, Mewtwo zu holen und mal ein Pokémon auf Level 100 zu bringen. Vernünftig zu trainieren. Oh, das ist ein großes. Wenn ich das auf dem ersten... Warte, das versuche ich jetzt. Beutel. Du kriegst ein Himi. Komm, wenn der drin bleibt, das ist richtige Erfahrung, glaube ich. Ein riesiges erster Fang, einfach fabelhaft. Gib mir wieder 4K. Hä, verstehe ich nicht. Oh, ich muss Turtok und Glurak rauspacken. Ich habe da bestimmt noch was zum Entwickeln. Wir können mal kurz... Ich guck mal, ob ich schon ein krasses hab. Ein krasses Mushas. Oh, das ist KP, Angriff. Nee, ist schlecht. Spezialangriff und Initiative brauche ich. Oder Verteidigung. Und Spezialangriff. Nee. Oh, das ist schlecht. Drei sensationelle. Uha! Das markiere ich. Das ist auch krass. Das ist auch krass. Alter, es lohnt sich ja voll, die Serie so krass hoch zu machen. Die drei werde ich nochmal mir genauer anschauen. Werde die jetzt hier mal verschicken. Ich glaube dann, das reicht auch. Also noch besser geht da gar nicht. Oder? Aber jetzt ist die Serie gerade so hoch. Soll ich jetzt noch auf Shiny gehen? Sehe ich gerade. Ja, Simsala ist raus aus dem Ding hier. Simsala hat mich zu sehr gebrochen. Simsala geht mir zu sehr auf den Sack. Den können wir direkt mal wegschmeißen. Tschö. Der kommt weg. Knogger kommt weg. Garados, Rosanna, Stami, Smogmog, Hypno. Verschicken. Ja. Ich soll noch auf Shiny gehen. Wie geht es denn jetzt? Muss ich einfach... Jetzt warte ich einfach, oder? Ich fange nicht weiter, oder? Aber ich fange weiter. Vielleicht kriege ich ja noch ein krasseres mit noch mehr DVs. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Also, wenn er die Zunge rausstreckt, hau ich ab. Und ich krieg Bonbons und so. Bei höherer Serie. Ich werde unten in der Timeline für die Leute auf YouTube Timestamps machen. Wenn ihr hier das mit Mushas nicht mehr sehen wollt, könnt ihr vorspulen bis zum 7. Orden. Dann, dann chillen wir noch hier bei Mushas. Dann, ihr wollt das sehen, dann schwitze ich jetzt auf ein Shiny Mushas. Oder auf eins mit 6 DV oder so. Das ist aber auch krass, ne? Wenn du dann Shiny findest, dann hat das auch voll die guten Werte. Wenn eines fehlt, ist Serie kaputt, ja. Aber ich weiß, wann das flieht. Das streckt dann die Zunge raus. Habe ich schon jetzt zweimal gesehen. Also ich weiß, wann ich fliehen muss. Ich habe ja vergessen, Turtok und Glurak rauszupacken. Habe ich oben noch was zum Leveln? 38er Fangserie. Normal macht es ja keinen Sinn, ab 31 noch weiterzumachen, ne?
Soweit ich weiß. Ich noch irgendwas zum Leveln. Ammonitas. Sonst nix. Guck mal, ich habe nichts mehr zu leveln. Wie krass. Also zu entwickeln, meine ich immer. Na, das war Glurak drin. Es macht so viel Spaß. Einfach fabelhaft. Drin. Ich glaube, wir werden den 7., 8. und Top 4 so vernichten. Was ist denn, wenn Shiny Tentacha oder Carpado kommt? Soll ich das dann nehmen? Einfach fabelhaft. Vierziger Fangserie. Ab jetzt haben die doch 4 DV, ne? 4 sensationelle Sachen. Oh, wieso ist das grün? Wieso ist das grün? Holt, kriegt man die 41, also die 31, 41 und so immer. Habe ich nicht verstanden, wieso der Ball, der da das Ding drumherum grün war. Der Kreis. 41. Uschas. Ein riesiges. Oh, nochmal eine Hini. Vielleicht kriegt das wieder First Try. Einfach Fahrrad. Komm, gib mir richtig viel Erfahrung. Bleib drin. Schön. Und jetzt 5000. Nur 2000, krass. Also ich verstehe das nicht. Amoroso. Dornkanone. Angriff. Spezialverteil, Angriff runter, Angriff hoch. Das ist auch wieder dumm. Also ich habe echt kein Glück mit den Typen bei den Pokémon. Fangserie 42. Wie ist das? Wenn ich dann eine Fangserie von 60 habe, dann habe ich safe 6 DVs. Das wäre natürlich auch krass. Da kann man sich ja jedes Pokémon auf 6 DVs züchten, also fangen. Das ist ja auch geil. Die haben wir gestern auch wieder eingelegt. Ja, Matt, aber mit Recht, oder? Mit Recht. Mit Fug und Recht. Vollkommen zu Recht. Auf jeden Fall, ja. Also wirklich, es gibt allerhöchstens zwei Dinge, die mich... Also, das kann man nicht mal störend sagen. Das Fangsystem ist nicht meins. Okay, geschenkt. Man kann ja auch nicht alles immer gut finden, was da dann als neues Feature reinkommt. Und dass man Bären nicht kaufen kann. Wenn du schon das Fang-Feature hast mit den Bären und so, dann finde ich, solltest du auch sicherstellen, dass man immer Bären zur Verfügung haben kann. Um sich's einfacher zu machen. Aber ich lieb's, ja, Dito, ich lieb's auch. Visuals sind super.
Stell dir vor, hierfür wird es ein DLC geben mit Johto. Beziehungsweise mit den Islands. Und damit dann Gen 2 und Gen 3 Pokémon. Das wäre so geil. Wieso ist der jetzt grün? Ich verstehe das mit dem Kreis nicht. Hat das ein geringeres Level gehabt oder so? Ich will Let's Go Johto. Boah, das wäre so nice. Hier ist ja Pikachu und Evoli. Was wäre es denn dann da? Anstatt Pikachu und anstatt Evoli. Ich denke mal, die würden ja wahrscheinlich eher so auf Ho-Oh und Lugia gehen. Ich weiß gar nicht, ob man dann mit den Startern so rumspielen würde wie hier. Oder ob man dann einfach normal auswählen könnte. Weil hier hast du ja nur ein Legi und das ist Mewtwo. Ist also relativ egal, ob du jetzt Rot oder Blau hast. Vielender. Initiative hoch, Angriff runter. Also ich habe echt kein Glück mit den Pokémon. Mit den random Pokémons. Ja, Johto mit Impegator, Meganie und Tornupto wäre schon cool. Würde ich auch fühlen. Würde ich sehr fühlen, ja. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, mein Arm tut schon weh. Hilfe! Ich muss gleich wirklich mit dem linken Arm werfen. Mein Wurfarm tut weh. Weiß jemand auswendig, wo ich Surfer bekomme? GTM? Matt zum Beispiel vielleicht? Da wollte er abhauen, der Sack. Wenn das hier auch nach dem Psyana gehen würde, Psyana nach Tara, direkt zu Beginn. Ja, finde ich cool. Psyana finde ich allgemein cool. Ja, einer meiner Lieblings-Pokémon. Es gab wieder 2K. Ist nicht. So ein Remake von Colosseum oder das andere GameCube-Spiel. War das eigentlich mal irgendwie ein Thema? Ich meine, die bringen ja viele GameCube-Spiele jetzt, ne? Vielleicht ist das ja auch mal ein Thema. In der Safari-Zone. Surfer gab es früher in der Safari-Zone, ja. Route 15 gibt es Server. Dankeschön. Oder habe ich Surfer schon? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, Fangserie 50. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit jetzt auf dem Shiny? Nein, Pokéball, okay. Ah, es kann auch sein, dass ich Surfer schon habe. Ich bin gerade nicht sicher. Oder. Und wo gibt's Eistrahl?
Oh, ich habe morgen bestimmt Muskelkater im Arm vom Werfen. Warte mal, was habe ich da gerade 20 Mal bekommen? Wir müssen gleich mal gucken, was ich für Items da bekomme. Noch ein Schuss. Einfach fabelhaft. Eisstrahl gibt es hier, okay. Ja, ich werde mich hier nochmal umgucken irgendwann. 19 Robustbonbons und 9 Robustbonbon plus? Ich glaube, ich muss mal anfangen mit Sanabären jetzt zu werfen. Das ist ja übel krass. Das war jetzt okay. Okay, danke. Wie schön das Wasser hier aussieht. Ich bin die ganze Zeit am Schwärmen, ne? Ich meine, so allgemein gesprochen ist es wahrscheinlich nicht das schönste Spiel auf der Switch, aber einfach mal gemessen an den anderen Scheiß-Pokémon-Spielen. So, wir machen jetzt hier mal eine Sanabeere. Auch Pokéball. Gut. Nein! Nein, was war das denn? Oh, bitte bleib drin. Wenn er jetzt ausbricht, dann hau ich ab. Okay, sehr gut. Alter, wie viel kriege ich jetzt mit einer Sanabeere? 25 Rüstbonbons. Und was ist ein Mushas-Bonbon? Was ist ein Mushas-Bonbon? Was ist ein Mushas-Bonbon? Mushas-Bonbon, Leute. Steven, ansonsten mal bitte googeln. Mushas-Bonbon habe ich auch noch nie gehört. Ich finde das auch mit dem... Also, ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus. Hilfe. Es macht so Spaß, dieses Game zu spielen. Einfach fabelhaft. Ich habe das Gefühl, dass der Ring jetzt immer grün ist. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wird das Fangen einfacher ab einer bestimmten... Nein, abhauen. Gucken die Bonbons. Da steht die Erklärung. Aber warte, ich guck. Bonbon. Bonbonglas. Mushas Bonbon, er war da. Alle Statuswerte plus 1. Boah. Das ist doch nicht gut, oder? Alle Statuswerte plus 1. Alle Werte um 1. Aber wollen wir das überhaupt? Einfach fabelhaft. Komm, bleib drin. Ich brauche die Bonbons. Man kann auch bei einer hohen Fang... Was? Du gehst raus? Das gibt's ja wohl nicht. Bei einer hohen Fangserie auch andere Beeren bekommen, oder? Also Himi-Beeren, Sana-Beeren und so. Ich habe schon mal ein paar Beeren bekommen, aber... Es gibt nur Bonbons. Aber bringt das was, Matt? Alle Werte plus 1? Sind die Bonbons nicht der Ersatz für Vitamine und sind endlich? Oder kann ich davon nur endlich viele geben? Das macht ja keinen Sinn. Wird ja immer teurer. Naja.
2K. Die Frage ist halt jetzt, gebe ich dem lieber Mushas Bonbons oder die Bonbons, die wirklich nur einen bestimmten Wert erhöhen? Fabulous. Aber da ich so viele Bonbons bekomme, was soll ich mit den ganzen Bonbons machen? Kann man die teuer verkaufen? Oh, guck mal da! Alter, das ist ja übel einfach. Oh Gott, bitte bleib drin. Also, wir müssen immer mehr Bonbons brauchen, bis alle Werte gemaxt sind. Drin! Das ist mein erstes Shiny. Shiny Mushas. So, Frage. Weiterwerfen und also noch mehr Mushas fangen? Also noch weitermachen oder reicht jetzt? Ihr entscheidet. Macht man jetzt weiter oder hört man jetzt auf? Wie ist jetzt die Lage? Moin Harley, moin. Um alle Werte um 1 zu erhöhen, wirst du immer mehr Bonbons brauchen, bis alle Werte gemaxt sind. Okay. Also man kann jeden einzelnen Wert maxen. Es ist nicht so wie in den anderen Generationen, wo du nur 250 zweimal machen kannst. Also insgesamt 508 FP, sondern du kannst jeden Wert maxen. Oder wie? Ich verstehe das mit den Bonbons auch nicht so ganz. Also was soll ich tun? Soll ich nur einen Wert, mich auf einen Wert fokussieren, so wie in den normalen Spielen, quasi Spezialangriff und Verteidigung, oder kann ich alle Werte maxen? Oh Mann! Du kannst alle maxen, ob das Sinn macht, sei einmal dahingestellt. Hä? Was spricht denn dagegen? Ich verstehe das System nicht so ganz, glaube ich. Also, ihr müsst mir, also an die Profis jetzt mal von Let's Go. Ist normalerweise so, du kannst 500 FP vergeben. Und gibt's das hier nicht, ja? Also hier kannst du einfach jeden Wert maxen. Bei einem speziellen Attacker und einem physischen macht das Pendant zu Level keinen Sinn. Ja, das ist klar. Darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, ob man jeden einzelnen Wert maxen kann oder ob ich, wenn ich jetzt KP maxe, nimmt mir das mögliche Punkte auf Verteidigung weg. Das will ich wissen. Nein. Krass.
Hat Simsala deswegen vielleicht so scheiße? Wie viele Bälle habe ich eigentlich noch? Ich habe nur noch 7 Bälle, krass. So, wo ist mein Shiny Mushas? Oh, ich sehe hier drin nicht, ob es Shiny ist. Wie? Man sieht hier in der Übersicht nicht, ob etwas Shiny ist. Das ist ja komisch. Das ist es, ne? Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eins habe mit 6. Mit 6 DV. Das schon nah dran. Guck mal, Shiny ist leider nicht gut. Ja, ist okay. Ah, der ist auch schon nah dran. Der, 5. Ah, fast 5. Der hat auch fast 5. Ja, krass. Dann werde ich alle wegschmeißen, außer Shiny, ne? So, das heißt, aber das Mushas, was ich jetzt habe, dem kann ich auch Mushas-Bonbons jetzt geben, bis zur Unendlichkeit, ja? Ich gebe dem jetzt Mushas-Bonbons. Na, ich mach das jetzt einfach. Learning by doing. Das ist immer wieder ein KP, voll gut. Bin gespannt, wie oft ich das machen kann. Kann ich nicht mehrere auf einmal geben? Nee, ne? Ich mir vorstelle, ich muss das bei 6 Pokémon machen, ne? Das dauert ja Ewigkeiten. Wieso ist es der Angriff von dem eigentlich höher als der Spezialangriff? Wie oft kann ich das geben? Rüstbonbons, ich habe 680. Ich kann nicht unendlich viele geben.
Melmetal, vielen Dank für den Follow, mein Bester. Mahlzeit. Hoffe, dir geht's gut. Ich verstehe das mit den Bonbons nicht. Ich weiß aber, wieso es nicht competitive ist, das Spiel hier. Weil das ist ja komplett anders als normale Pokémon-Games. Das hat ja nichts mit den normalen Pokémon-Games zu tun. Okay, das war's. Und wie steht es jetzt mit den besseren Rüstbonbons? Guck mal, die kann ich aber trotzdem noch geben. Das ist doch verrückt. Zocken von Ultrasolle. Oh, chillig. Ich habe dem bestimmt jetzt schon 50 Verteidigung mehr gegeben. Der war bei 130 oder so. Wenn ich mir das überlege, jetzt stellt euch vor, man nimmt, gibt das einem Level 1 Pokémon. Okay, jetzt die Dinger gehen nur ab Level 30, aber ist irgendwie... Wie viel Verteidigung hat der später auf Level 100? Also ich verstehe das System nicht. Ich bin early, ich verstehe das System nicht. Da hätte ich Simsala ja komplett aufpumpen können. Gut, das habe ich schon freigelassen, aber... Guck mal, 210. Ich glaube nicht, weil du nicht auf dem Ritter spielen kannst. Ja, also, weil das System hier ja komplett komisch ist. Guck mal, wie viel. Ich habe dem fast 100 Verteidigungen gegeben, nur mit Bonbons. Und du musst jedes einzeln machen. Das ist... Ah, okay, das war's jetzt. Okay, dann... Wie viel hat Gengar an Verteidigung? 90. Ja, ich... wie viel hat Akani? 150. Ich mache auch jetzt alles in Akani rein. Verrückt. Obwohl Akani ist fast Level 60, dann gebe ich dem lieber Plus-Plus-Bonbons. Garados. Guck mal, Garados braucht Verteidigung. Ich glaube, ich verstehe das System einfach nicht dahinter. Was hast du für die Meistertrainer, die haben meine ich, da kriege ich die vorne Eva und jetzt 7 plus ein gutes Exemplar, okay. Sind die Meistertrainer auf Level 100? Aber guck mal, ich hau dem jetzt einfach 20 Verteidigung rein, also... Ja... Weiß nicht, wie ich das finde. Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Vor allen Dingen habe ich gerade für jeden Catch irgendwie 20 Bonbons bekommen. Gut, 40 Verteidigung mehr. Das ist mal eben fast 50% mehr. Aber ich verstehe jetzt den Kommentar, den gestern jemand in Chat geschrieben hat. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du deinem Pokémon Bonbons geben musst. Die Bonbons sind ja broken. Nicht alle. Das erklärt auch, wieso es so schwierig wurde ab dem vierten Orden. Bisasam ist auf 65. Okay. Das heißt, ich brauche selber einen Bisasam und das müsste dann am besten Level 100 sein. Also hat irgendjemand die Meistertrainer alle gemacht? Da musst du ja jedes Pokémon dir erstmal fangen und leveln und alles mögliche. Das dauert ja Ewigkeiten. Wie viele von diesen Meistertrainern gibt's? Bestimmt auch nicht wenig. Ey, man muss ja Ewigkeiten A drücken. Ich wünsche, ich hätte jetzt meinen Turbo-Controller. Dass man auch nicht mehrere auf einmal... Da muss doch eine Möglichkeit geben, mehrere auf einmal. Du drückst dich ja dumm und dusselig.
Wenn ich jetzt jeden Wert hier max müsste, bist du ja die ganze Zeit nur am Drücken wie ein Verrückter. Kukuna, Raupi, Carpador. Ernsthaft? Carpador? Und was bringt so ein Meistertrainer? Was kriegst du dafür, wenn du den besiegst? Wieso sollte man das tun? Das kriegst du den Titel Meistertrainer. Okay. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen öde für euch. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich will das jetzt einmal hier machen, die ganzen Bonbons verballern. Man kann leider nicht mehr auf einmal. Ich habe da auch noch 160 plus Rüstungsbonbons. Die gebe ich dann, wenn meine Pokémon auf Level 60 sind. Ich werde auf jeden Fall die restlichen Bälle, die ich noch habe, im Mushos ballern. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Mushos-Bonbons. Dann gibt es alles plus eins. Wir sind gleich fertig. Dann noch 17 Gripsbonbons. Ein Plop-Bonbon habe ich da oben noch. Junge, Junge, Junge. Das ist irgendwie broken. Verteidigung auf Level 60. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Die sind ab Level 60. Stärke gebe ich dann noch eben schnell. Geht nicht. Mal Karados. Grips. 14. Okay. Robust. Verteidigung. Okay, komm, können wir Akani auch noch geben, ein paar. Mit Legis musst du nicht kämpfen, dann müssen nur die BP hoch sein und darf sich dann zwei Schulaufmeister nennen. Okay. Schön im Lebenslauf. Ich bin Glurakmeister. Okay. Was macht Mental? Spezialverteidigung. Also dann lohnt es sich ja einfach immer die Dinger zu geben. Ich hatte am Anfang gedacht, in der letzten Folge und gestern die ganze Zeit, dass es halt so wäre wie in den alten Spielen oder in den anderen Spielen, dass man nur zwei Werte, also dass du nur eine bestimmte Anzahl an Bonbons geben kannst, so wie du normale Vitamine vergeben kannst. Was meiner Meinung nach auch irgendwie mehr Sinn macht als das hier. Einfach jeden Boost bis zur Unendlichkeit zu leveln. So, Grips. Ja, mehr habe ich nicht. Es ist ja verrückt. Okay. Junge, Junge, hat das lange gedauert. Ich werde die letzten Mushas hier noch eben fangen, weil... Allein diese Rüstbonbons, das lohnt sich ja extrem bei einer 60er Serie. Muss ich ja. Eigentlich schade, dass ich nicht noch mehr Bälle habe.
Hab über 100 Bälle jetzt weggeballert. Und Sana-Beere müsste ich eigentlich machen. Das lohnt sich ja übertrieben. Bleib drin. Gucken wir nochmal auf die Bonbons. 24. Kann nochmal jemand auf die Attacken von Mushos gucken? Erlernt Mushos noch was? Ist gerade auf Level 44 oder kann ich es direkt entwickeln? Kommt Hydropumpe. Was? Aber will ich lieber Surfer oder will ich Hydropumpe überhaupt spielen? 80er Genauigkeit. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal mitnehmen, weil haben ist besser als brauchen, sage ich immer. So, Gengar, was kriegst du an? Sieht man leider nicht, schade. Ich hätte gern gesehen, wie viel seine Werte sich jetzt nochmal ändern. 64er Fangserie. Vielleicht kommt ja nochmal ein Shiny. Wenn ich noch ein Shiny habe, könnte ich das an einen von euch geben. Weil ich brauche eigentlich auch nicht mal diese Shiny hier. Ich habe das schon. Auch Schwertschild. Hallo Seba, mein Bester, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ihr Sweeten. Moin, moin, Seba. Ich werde die Bälle so ausreizen jetzt. Und dann muss ich wieder Bälle holen. Ich will dann auch mal wissen, wie viel diese Bonbons geben würde, wenn ich die verkaufen würde. Vielleicht geben die ja übel viel, dann kann man ja übel auch Money damit farmen. Gerade Nudeln mit Buletten. Oh, schön. Oh, Pokebälle. Eine Pokéball fangen ist natürlich schwierig. Ich werde alle Bälle ausreizen. Es lohnt sich so sehr. Einfach fabelhaft, jetzt musst du nur drin bleiben, du Scheißvieh. Ach komm! Du willst doch auch. Ach komm! Ah, nur großartig. Premier Ball hat auch nur eine Fangchance von 1. Hyperball hat 2. Ah, schön. Jedes Mushas zählt. 2600 habe ich wieder nicht verstanden, wieso das jetzt 2600 gegeben hat. Hyperstrahl. Nee, du, danke.
Fabelhaft. Ah, komm. Ja, Säbe, Dito. Handheld ist viel entspannter. Sehe ich 1:1 genauso. Da hast du komplett recht. Mushas 45, Hydropumpe. Bitte, du hast schon Hausbruch. Perfekt, du hast auch schon Eistrahl. Perfekt. Brauchst du nur Surfer. Handheld-Modus ist viel entspannter. Gebe ich dir 100% recht. Das ist mega komisch. Nee. Das Werfen ist doch voll unentspannt. Du bist komisch. Du bist ja der komische Steven. Bestimmt lässt du die ganze Zeit deine Tochter werfen. Ich habe schon Sehenscheidentzündung hier im Arm. Das wird schon ganz geil. Viel geiler, ja. Viel geiler. Hilfe. So viel geiler. So, Leute. Raus hier. So, jetzt ganz kurz einkaufen gehen. Neue Bälle. Dann geht's ab zum 7. Orden. Ups, da wollte ich nicht rein. Und Wasserstein. Und ich wollte wissen, was diese Bonbons geben. Kann ich überhaupt verkaufen? Ja. Das bringt ja gar nichts. Lohnt sich ja 0,00. Nuggets verkaufen. Ey, wie kriegt man am besten Geld? Weil ich werde demnächst mal, glaube ich, Geld brauchen. Ich habe noch einen Wasserstein, perfekt. Wie viel bringen die? Oh, nur 10. Das ist ja dumm. So, dann möchte ich bitte gerne noch ein paar Hyperbälle kaufen. So um die 100. Also Bälle kaufen geht ja voll ins Geld. Hilfe. So, guckt's euch an. Guckt euch den Boy an. Ich dachte, der bleibt Gold. Schade. Scheine Mushas. Yes, habe ich eben bekommen. Dornkanone? Nee, du, lass mal. Brauche ich nicht. Und jetzt geht's zum Feuerorden. Dann werde ich so aus dem Leben nehmen.
Ich wollte auch mal Wechseln wieder anmachen. So. Ab in den siebten Orden. Bin bereit. So, können wir die Fragen beantworten, Leute? Ich bin gerade in der Küche. Okay, erste Frage. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Magma. Volltreffer. Wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orten gibt es? 8. Wir haben feiern, das finde ich cool. Setzt ein Pokémon eine Attacke von Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon ein, dann ist sie nicht sehr effektiv. Enthält die TM28-Attacke Hyper-Mega-Superstrahl? Nein. Wer würde ich im Anschluss dieser Frage zum Kampf herausfordern? Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel, ein Meister im Umgang Feuer-Pokémon, ein jetziger Quizmaster, ein älterer Herr mit Bart. Du! War alles richtig. Das war noch eine coole Arena. Magma. Welches Level? Das ist ja ein Witz. Bam. Arcani. Kaskade. Zack. Galopper. Galopper ist schnell. Könnte sein, dass er schneller ist. Oder auch nicht. Ciao, ciao, Galopper. Ulnona. Zack. Das war der siebte Orden. Easy. Easy peasy. Simsala wäre jetzt hier wieder 5-mal gestorben. Zum Glück ist Simsala weg. Simsala war echt eine Grütze. Was für ein TM? Feuersturm. Geh direkt zum 8. Ohren. Direkt zu Giovanni. Britannia City. Auch dieses, wo man hinfliegen will, ist auch voll umständlich, ne? Dass man erst die Karte aufmachen muss und auch nicht. Wieso ist Karte nicht einfach auf Y? So wie es bei den neuen Games auch ist. Das wäre halt echt spannend, entspannt, aber man kann nicht alles haben, Leute. Also. Sesam, öffne dich. Ist ja dumm. Skoppel weiß es bestimmt.
Skoppel weiß es. So, Professor Eich das weiß, der weiß doch gar nichts. Ach, ist der 8. Orden nicht Giovanni, sondern Gary? Schlüsselstein! Wo kriege ich die Steine jetzt? Sag mir lieber, wo es die Megasteine gibt, du Sack. Och man, genau die, die ich nicht im Team habe. Mann, wo kriege ich die anderen? Sofort sagen, Leute. Chat, wo kriege ich den Rest? Gengar und so. Garados. Bekommst du erst nach dem Champ. So ein Scheiß. Kacke. Das ist doch doof. Wieso habe ich dann jetzt schon die Turtok-Dinger und so? Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich mir eins von den Startern gemacht. Dieser Floor zum Beispiel. Na, ist doof. Aber naja. Was ist das denn für eine Arena? Doch immer noch Erdorden, ne? Da wird doch Kaskade alles wegdonnern. Ich hab gut Geld hier. Ich sollte die ganzen Trainer auf jeden Fall machen eigentlich für die fürs Geld. Alles für die Kohle. Dido-Rino, der ist noch nicht Typ Boden, das ist echt doof. Der ist nur, glaube ich, Typ Gift, ne? Das macht mich fertig, ne, diese 1 KP. Passiert zu oft. Rhyhorn. Rhyhorn. Was zum Heilen. Gegengift, perfekt. Henrike. Du Queen. Shiny Garados wäre auch cool. Oh, nur noch 2 Kaskade. Als ob der davon nicht stirbt. Bis.
Setz mal eine. Obwohl, ich pack mal. Sekunde, ich muss mal kurz gucken, ob ich. Hab ich schon Surfer? Surf. Kaskade. Kein Surfer. Schlecht. Schade. Siedewasser wäre auch cool auf Austausch gewesen. Dann, ja, versuche ich es mit. Voll F45 ist auch. Okay, versuche es mal. Top. Ich hoffe, das ist ein gutes Item, dass sich das gelohnt hat. Zwei Pokémon. Dicktree. Ich bin gespannt, ob ich mit Hausbruch schneller bin. Ist Eisstrahl nicht auch sehr effektiv? Gegen Böden? Ja, ich bin schneller, perfekt. Ja, ist sehr effektiv. Also wenn ich schon schneller bin als Dicktree, dann sehr gut mit Hausbruch. Übelste Taktik. Beleber. Ah, es hat sich ja gelohnt. Hier lang? Nope. Nein, wohin? Oh nö. Das hier ist zum Beispiel etwas, was ich auch in Kamisino Purpur total vermisst habe. Und teilweise auch ein Schwertschild. Einfach mal so Rätsel. Ist mir aufgefallen, dass es gar keine Rätsel gibt in Schwertschild. In Kamisen und Purpur. Also ich will jetzt auch nicht das übelste Rätsel-Game haben, aber wegen's irgendwas. Da musste man seinen Grips ja nicht einmal anstrengen bei Kamisen und Purpur. Es war echt in der Story einfach nur von A nach B laufen. Da musste man nichts können. Es ist so klar, dass bei mir natürlich Hydro-Pumpe nicht trifft. Es ist so klar, dass Hydro-Pumpe bei mir zweimal nicht trifft. Ich mach Hausbruch und dann werde ich den komplett wegsweepen. Ist eigentlich auch ganz eigentlich gut, dass man langsam ist, weil man dann die erste Attacke abbekommt, bevor man einen Hausbruch gemacht hat. Top 4 ist der erste Lorelei, dann Brock, dann Agatha, dann Siegfried, ne? Was wird? Obwohl Eisstrahl wird Siegfried auseinandernehmen. Gengar wird Agatha auseinandernehmen. Gyarados und Austausch wird Brock auseinandernehmen. Lorelei wird schwierig, glaube ich. Wird von allen noch am schwierigsten.
Lorelei. Und wer kommt ganz am Ende? Bestimmt Gary, ne? Mit Mega Fluga. Austausch ist ja broken mit Hausbruch. Guck mal, ein paar Level niedriger. Aber okay, ich habe dem auch nur unendlich viele Bonbons gegeben, ne? Von dem kriege ich jetzt bestimmt Erdbeben, oder? Das kann ich direkt Gyarados geben. Yes. Schön Gyarados Erdbeben. Gib ich direkt. Erben. Speichern. Ist die Siegelstraße hier kompliziert? Also ist das die von damals? Was? Ich habe nicht zugehört, aber ist auch egal. Der erzählt immer nur Unsinn. Gary darf man nicht vertrauen. Bin gespannt, ob ich jetzt die Top 4 First Try schaffe. Oder ob ich erst nochmal leveln muss. Wenn ich nochmal leveln müsste, dann könnte ich wieder irgendein Pokémon auf Shiny hunten. Aber welches? Ja, weiß ich nicht, ob sie schwer ist. Ich hatte auf meinem alten Spielstand, bevor ich hier das gestartet hatte, einmal gegen Lorelei gekämpft. Das war schon tough. Aber ich glaube, ich wusste das auch damals nicht mit den Bonbons und so. Deswegen schwierig. Kriegst einen Wutanfall. Natürlich bin ich nach zwei Runden erschöpft. Boah, wie nervig. Hör auf mit dem verkackten Ruheort. Bitte. Wie meint er das? Was da? Was soll das? Ey!
Ich werde hier gleich ganz wild. Links hatte ich Luck und bin nicht einmal verwirrt gewesen. Raichu? Ich habe Erdbeben. Aber bin ich schneller? Wir werden es herausfinden, ob ich schneller bin. Er ist schneller. Und er trifft. Na klar trifft er. Noga. Verteidigung auf Level 50. Das war gar keinen Sinn. Crazy, dass ich schneller bin als Knogger. Knogger ist jetzt auch nicht schnell, aber... Giflor. Bin ich schneller als Giflor? Ja, tatsächlich. Wie witzig. Splatterdance speziell? Darf ich erstmal wieder heilen gehen? Danke, du Sack. Ah. Aber was halt auch cool ist, du kannst richtig schnell flüchten. Keine Animation für dein Pokémon, was ja erst reinkommen muss. Also ist sehr schnell auch das Spiel, ne? Das ist für mich auch immer wichtig beim Pokémon-Spiel, dass das nicht ewig dauert, um irgendwas zu machen. Das ist zum Beispiel nervig bei den älteren Spielen, so dritte, vierte Generation, fünfte Generation, auf dem 3DS die Generation. Die ganzen Animationen und die ganzen Texte und so dauert so lange, um die wegzuklicken. Und hier geht das alles recht flott. Gefällt mir. Und jetzt überlegt, zack, weg. Wie schnell, das geht übel schnell. Und man muss gar nicht auch nach links oder rechts oder so drücken. Man kann einfach zweimal B, einmal A. Echt super. Auf Akani reiten macht übel Laune. Also auf Akani reite ich 100.000 Mal lieber als auf Koraidon, oder? Stellt euch vor, auf Akani durch Paldea reiten, das wird Spaß machen, oder? Oh, hier ist ein Quapsel. Hier ist ein Pokéball. 5 goldene. Es gibt auch noch goldene. Würde schon cool aussehen. Ja, übel. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, auf anderen Pokémon zu reiten oder zu fliegen oder zu surfen.
Also, ich habe ein Video. Oh, da ist ein Scharnierer, das nehme ich mit. Ich habe ein Video vorbereitet, Leute. Wo man mal sieht, wie krass faul die Entwickler von Karmesin und Popo sind. Warte, das ist falscher Ball. Die sind also. Schade. Ach, fick man, ich hasse das Werfen zur Seite. Und da will mir Steven sagen, das ist besser. Der hat doch ein Rad ab. Ach man. Einfach mal kein Skill. Ich weiß nicht, wie ich anders werfen soll mit dem Ding. Ach man, bleib doch drin, du Scheißvieh. Wenn er jetzt nicht drin bleibt, nehme ich meine silberne. Auf Taurus sieht auch gut aus. Ich hatte sogar überlegt, mir einen Taurus zu holen, diese Folge. Ich habe dem sogar noch eine silberne reingehauen. Mann, ich hasse das Fangen. Ich brauche jemanden, der mir Meisterbälle erschietet. Das ist wirklich das Einzige, was mir an dem Spiel echt keinen Spaß macht. Das Fangsystem. Ich werf schon einfach fabelhaft, hau dem eine Himbeere rein und der bleibt nicht drin. Was soll ich denn noch machen? Und gerade Scharnierer, Mann. Goldene Sananabären. Ja, und die Dinger kannst du halt auch nicht farmen. Das ist auch nervig. Okay, regen wir uns nicht so viel auf. Geht jetzt ab in die Siegestraße. Das Scharnierer hat mich jetzt nicht stärker oder schwächer gemacht. Scheiß drauf. Ich überlege, ob ich hier vielleicht mal Akani drin lasse, oder? Kani mal ausnahmsweise in Ball zurück. Warte, ich könnte auch auf Glurak hier rumfliegen, oder? Dann hätte ich auf jeden Fall keine Encounter. Ich will auf jeden Fall die Kämpfe, glaube ich, machen, weil die geben ultra Erfahrung. Gibt es eine gute Stelle, wo man Tauros farmen kann, Leute? Ja,
Kangama. Also, dass sie einen Eistrahl nicht killt, ist ja crazy. Trotz plus 2. Ah, das ist aber so ein starker Trainer, oder? Also jetzt sehr effektiv, auf jeden Fall schneller. Der muss weg sein. Ah, schön. Wie viel Geld? 4,8. Gut, 14 und 1500 Pokéfans. Und wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? Oh, komm, jetzt aber. Ich mache auch eine silberne. Oh, ich mache erstmal die normalen. Fünf Prozent. Okay. Es kotzt mich an, wirklich. Einfach fabelhaft mit deinem Himbeere. Was soll ich denn noch machen? Du bist kein legendäres Pokémon, du Scheißvieh. Ey, Mann! Kein Lavados, scheiß auf Lavados. Siehst du, ich kann nicht mal den Chanera fangen. Wie soll ich da einen Lavados fangen? Bist du irre? Gibt das nur 500 oder so, dann kotze ich. 2K. Wieso gibt es keine Wiederbälle? Mann. Wäre nicht zu Ende gedacht, Mann. Ich kämpfe. Die geben manchmal, die geben oft, die geben gute TMs und so. Braucht den. Ditto. Also den Hausbruch kann ich mir auf jeden Fall leisten. Weil der muss erstmal Wandler machen. Und dann gehe ich, glaube ich, auf Hydro. Wenn er mich jetzt wegen Hausbruch komplett wegsweept, ne, dann flipp ich hier komplett aus. Sarah, vielen, vielen Dank für den 8. Vielen, vielen Dank. Der sweept mich komplett weg. Ich kotze gleich hier in mein Studio. Ich kann nur hoffen, dass er vielleicht Dings nicht trifft. Hydrobombe. Ja, dann kann man mal bis morgen bald. Morgen früh.
8 Uhr. Nein, wieso nehme ich dein Glurak? Geh weg. Kann er seine Hydro-Pumpe bitte jetzt nicht treffen? Ditto Raids? Nee. Vielleicht hätte ich lieber Rauchwolke machen sollen, ne? Wenn er jetzt wieder trifft mit Hydro-Pumpe, ne? Dann hat er mich einfach komplett weggesweept. Mit meinem eigenen Pokémon. Er macht nochmal Hausbruch. Ich glaube, er hat keine Hydro-Pumpe mehr. Zehn Evoli-Bonbons. Sag doch noch so eine Scheiße, ich kotz. Doppelt und dreifach kotze ich. Tarnstein. Ah, das lohnt sich hier. Wenn ich jetzt mich heilen will, muss ich komplett raus und noch zurück zu Vertania City, oder? Die Tour einfach nur macht, ja, weil er sich einfach meinen scheiß Austausch geschnappt hat. Jedes andere Pokémon hätte er mich nicht so weggerackt. Ich muss echt zurück, ne? Also wäre ich langsam. Ich wäre gleich sauer hier. Muss man mal pinkeln. Das ist die Siegestraße. Ah, scheiß Siegestraße. Ich geh mal in den Pinkeln. Aua. Dass ich das Ditto so aus dem. Ups. Damals war die Siegestraße noch schwer. Ja, gut. Also, das kannst du ja jetzt wohl nicht, vergleichen, weil ich gerade gegen so einen Top-Trainer gekämpft habe mit einem Kack-Ditto und der meinen Austausch gegen mich benutzt hat mit der Hausbruch-Taktik. Also, das wäre jetzt nicht unbedingt die Lorbeeren von dem Typen, sondern eher meine Dummheit, dass ich Austausch genommen habe. Und ich wusste nicht, dass er Ditto hat. Hätte ich gewusst, dass er Ditto hat, hätte ich vielleicht auch nicht Ausrüst benutzt. Also, halten wir den Ball mal flach. Den ersten Trainer habe ich dafür weggewrackt. Aber im weiteren Verlauf gibt es eine Rocky, die heilt. Dauert aber noch. Okay, gut. Und nochmal auf die Frage wegen Lavados. Ich werde Lavados jetzt hier
nicht holen, weil erstens brauche ich es nicht für mein Team. Aber vielleicht nach der Top 4, vielleicht mache ich nochmal eine dritte Extra-Folge mit Pokédex füllen und irgendwelche Shiny Hunts oder Megasteine, irgendwie sowas. Keine Ahnung, was man da noch machen kann. Ich glaube, man kann auch gegen Ash kämpfen irgendwie. Wenn mich nicht alles täuscht. Sowas dann nochmal, vielleicht in der dritten Folge, je nachdem, wie es auf YouTube ankommt. Ach, guck mal, der den Schalter, den speichert er. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal, was jetzt hier dahinter ist. Wäre cool. Ja, guck mal, wie es ankommt. Die erste Folge kommt, muss ich noch hochladen. Kommt morgen. Die habe ich gestern schon gerendert, die muss ich noch hochladen. Und dann gucken wir mal, wie sie ankommt. Wenn die gut ankommt, dann kommt auch die zweite Folge und dritte Folge. Gucken wir mal. Wenn die erste Folge jetzt gar nicht geguckt wird, dann macht es für mich keinen Sinn, da ein YouTube-Slot dran zu verschwenden, you know. Gibt es hier noch nicht einmal mehr? Früher gab es noch eine. Früher gab es noch eine. Früher gab es noch was. Verstehe nicht. Was gab es früher? Ach, du meinst Siegestraße. Ja, das stört mich auch, dass bei den neuen Spielen keine Siegestraße ist. Steven, vielen, vielen Dank für den Gifted Sub an Catlove. Da freut sich Catlove bestimmt. Catlove, ganz viel Spaß mit Emotes. Und Steven, vielen Dank für deinen 53. Wo muss ich einen Kissbomb und fertig? Ja, ja. Gibt es einige Spiele, wo es keine Siegestraße gibt? Das ist echt schade. Starmie. Ich glaube, Starmie tausche ich. Ich muss mir auf jeden Fall noch Surfer holen, weil mit Hydro-Pumpe komme ich, glaube ich, nicht klar auf Austausch. Ich habe eben nicht zugehört. Wo gibt es nochmal Surfer? Na, ja, das war ja clever. Frohe Ostern, Zimtstern. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit mit der Familie. Ich bin schon in der Siegestraße. Route 15 bei Tauros, okay, super. Das ist ein sehr schöner Tag. Ja. Lamus. Ja, ich habe offstream ein wenig Mushas gesammelt. Und dann, als ich angekommen bin, war meine Serie so bei 10. Und dann haben wir bis 50 oder 60 die Serie weitergeführt und Shiny bekommen.
und dann reingestartet in die Folge mit dem siebten Orden. Steven, vielen, vielen Dank für den Sub an Matt. 54. Bis morgen, Steven, frohe Ostern. Route 15. Wenn ich die Siegestraße durch habe, hole ich mir das auf jeden Fall noch. Oh, das Kampfattack, ne? Die sind sehr effektiv gegen mich. Gucken, wie viel das abzieht mit 300 Verteidigung. Also, dass ich schneller bin als ein Kiki, ist ja irgendwie auch komisch. Krass, der killt mich nicht mal. Ich habe echt Schmerzen in meinem Arm von dem ganzen Gewerfe. Triff! Alter, überlebt. Überlebt! Wie viele Items hier rumliegen? Haben wir Solarstrahl. Einerseits will ich gegen den kämpfen für das Geld, andererseits auch irgendwie nicht, ja. Halt nicht hoch. Ich mag das gerade. Auch wenn Biss sehr effektiv ist, als ob er schneller ist. Player B. Player Lu. Auch gut. Gefällt mir. Kraftkoloss. Aha. Nein! Nicht aufgepasst. Ich glaube, da links die Treppe runter ist Lavados, ne? Astrainer Anna. Dragonier. Zum Glück habe ich Wutanfall. Ich habe schon mal erzählt, ne, dass Garados eigentlich die Weiterentwicklung ist von Dragonier. Und nicht Dragoran die Weiterentwicklung ist. Und Dragoran die Weiterentwicklung ist von Carpador. Nocturne, da wechseln wir mal auf Gengar, Psychokinesis. Ob der das überlebt? Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Knuddelhof.
Schade, eigentlich nicht Match Bombe. Ich glaube, ich muss Match Bombe auf Gengar machen als Fee-Counter. Stahl habe ich auch nicht. Hier ist eine Rocke, die halte ich. Okay, perfekt. Das war's alles aus, wenn ich weiß, Matt. Crazy. Ja. Oh Gott, hier komme ich schon niemals durch. Guck dir mal an, was da für eine Parade ist. Da ist die Rocky, hallo. Aber wieso würde ich denn von einer wieso werde ich nicht von einer Schwester Joy geheilt? Ich will von Joy geheilt werden, nicht von Rocky. Ach, ich war übrigens gestern im Mario-Film, ne? Da hattet ihr doch öfters mal nachgefragt. Gestern war es soweit. Ich geh mal erstmal heilen. Oh mein Gott, ich geh erstmal heilen. Ach, ich hoffe, ich muss ja nicht. Kann er mal weggehen? Hab ich Onix eigentlich schon? Kann sein, ich Onix noch gar nicht hab, guck ich mal eben. Onix. Boah, weiß ich jetzt, ob ich den schon hab oder nicht? Dieser Pokéball da oben. Hab ich den schon oder nicht? Ich glaube, ich habe den schon, ne? Wenn er so ein Ball ist. Kann der eine Eisattacke eigentlich erlernen? Das weiß ich auch nicht, wer gesucht hat. Ja, ich verstehe langsam, wieso man dieses Spiel suchten kann. Also, ich hatte bis jetzt vor kurzem echt immer noch im Kopf, oh, Let's Go ist kein gutes Spiel, gefällt mir nicht, aber ich lag so falsch. Ich lag so falsch, das Game ist so spaßig. Abgesehen von der Fangmechanik, die tut mir am Arm weh. Aber die habe ich ja im Handheld-Modus nicht. Ich werde heute Abend bestimmt auch nochmal ein bisschen auf der Couch weiterzocken. Und dann nochmal irgendwo ein bisschen fangen oder so. Vielleicht ein paar Carpador für die Bonbons. Oder nochmal irgendwas Shiny hunten. Blizzard. Oh. Soll ich die... Ja, mach ich. Überlegt, ob ich überhaupt hier runter soll, aber ja, warum nicht? Die Steine speichern ja, das war früher nicht so. Oder? Ich gehe mal kurz runter, gucken, was da so gibt. Das ist Lavados. Ja, ich überlege, ob ich Lava das überhaupt machen will, weißt du? Geht's hier lang? Ja, hier lang, okay. Ja, will ich Lava das überhaupt? Ich weiß, fangen ist übel nervig. Ich werde es mal versuchen. Das hat auch gerade das falsche Wesen, also eigentlich ist es voll dumm. Kann das flüchten?
Muss ich sie erst besiegen? Und dann fragen, ob ich das schaffe mit meinem kaputten Arm. Ich habe gar keinen Bock, so reinzusuchten jetzt hier. Ich habe auch keine Chemiebären mehr und ich will keine silbernen dafür verballern. Oh Gott, ey. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Wenn man Fang versucht, kann es flüchten. Super. LOL! Wie random ist das denn? Ist das nicht übel random, da ich das einfach sofort fange? Ja, hier ist der Pokémon-Trainer himself. Hier ist er. Kennt ihr den? Hier, der Pokémon-Profi. Ups. Ja, das war nicht geplant, aber witzig. Also, manchmal will mich das Game auch einfach nur brechen sehen. Lucky Lou, ja. Das ist in der Liga, besser geht's nicht. Ja, aber das Wesen ist halt immer noch auf Verteidigung. Das Wesen ist auch, glaube ich, kacke. Ich glaube, es verteilt. Obwohl, nee. Angriff runter ist das Wesen gerade. Das ist gut für Lavados. Das ist wieder kacke. Rizu aus, dann kann er gar nichts machen. Köttloff braucht bald ein neues Handy. Wieso? Was ist los? Ja, wir können Flug gucken und am Himmel finden. Ja, ja, ich weiß. Das weiß ich. Hat das nicht gestern schon gesagt? Aber ich würde ja auch nicht shiny hunten, weil ich habe die schon alle shiny. Donnerblitz. Schön. Rizos. Wohl steilen. Na komm, wir nehmen Auslos. Personenklicken habe ich auch sehr bei falsch gegangen, weil nicht mehr wirklich funktioniert. Okay. Scheiße. Hast du nicht ein anderes Gerät, wo du Twitch gucken kannst? Peiner, vielen, vielen Dank für den Follow. Dragoran Level 5 in Azuria City, was? Wie? Das brauche ich. Das brauche ich sofort. Gib. Dragoran Level 5 im Himmel? Einfach so? Das brauche ich. Das brauche ich doch. Ja, Zufallserscheinung. Wie hoch ist die Zufallswahrscheinlichkeit? Na, wie Lurak. Womit hat er mir gerade so viel Schaden gemacht? Genau wie Lurak. Mit viel Dose gibt es da auch Shiny Lurak. Brauche ich alles nicht. Habe ich alles schon. Gar nicht verstanden. Ob du nicht ein anderes Gerät hast, wo du mich gucken kannst. Anstatt das Handy. Vielleicht am PC oder auf dem Tablet oder am Fernseher. Es gibt ja viele Smart-TVs, die Twitch haben. Oh, mein Handy ist ja immer schwierig mit dem kleinen Bildschirm und so. Ich glaube, ich gucke fast nie Twitch auf Handy. Wie viele von euch gucken gerade auf dem Handy Twitch? Oder PlayStation oder Xbox, genau. Netbook hätte ich noch. Genau, am Laptop.
Also so Multimedia-Sachen gucke ich eigentlich nie auf Handy. Tatsächlich. Psycho-Eis. Habe ich nichts, ne? Ja, Bim. Schön. Ey, Glurak schon Level 50, ja. Ah, Golbert hätte ich wechseln sollen, aber nein, die kann ich besser schreiben, du guckst, keine Umlaute. Ja, mach's halt UE. Oder AE. Oder OE. Macht dann nichts. So oft benutzen wir ja keine Umlaute. Goldene Nana-Bären. Nee, erst Montag. Also morgen. Ich mache morgen früher ein Video, bevor ich live komme. Ich meine, du kannst ja mal gucken, ob es schon bekannt ist, aber ich meine nicht. Kannst du einfach Add machen. Catlove Add. Dann gibst du die ersten paar Buchstaben von seinem Namen ein und dann kannst du den mit Enter übernehmen. Didi. Tour Talk. Panzerschrank. Boah Mann, ich will endlich irgendwann mal eine Pokémon-Edition haben, wo es die Klon-Pokémon gibt. Ich habe die Siegestraße geschafft. Ich bin echt gespannt, wie jetzt die Top 4 mich auseinandernehmen wird. Ich mach dich, aber erstmal speichern. Weil kein Bock hier gegen Ditto zu verlieren und dann den ganzen Weg wieder zu latschen. Elliot. Was kannst du? Razzap. Okay. Bringt sie jetzt? Gyarados. Na ja, super. Gengar, Donnerblitz, der ist auf jeden Fall tot. Vierfach Schwäche.
Arcani. Tauros. Schade, dass ich kein Kampf-Pokémon habe. Oh, oh, hoffentlich hat er kein Erdbeben. Tauros mit Erdbeben würde jetzt wehtun. Rudervoll, gut. Und ich habe Gengar übel viele Rüstungsbonbons gegeben. Physisch ist das auch schon wieder broken mit diesen Bonbons. So easy, was kriege ich von dem? Hoffentlich nicht wieder so scheiß Evoli-Bonbons. Wutanfall, okay, das ist cool. So, geschafft. War doch easy, war doch ein Klacks. Kennst du die Legende mit Porento und Dodo? Nee, kenne ich nicht, aber finde ich cool. Ich gehe jetzt nochmal schnell auf Route 15 und hole mir den Surfer. Den brauche ich auf jeden Fall für Austausch. Was gibt's bei dir? Du Herzschuppe, ne? Ich habe eine Herzschuppe. Bei wem denn? Was kann Austausch? Gucken wir mal. Barriere, Dunal, Lager, Panzerschutz, alles langweilig. Gyarados. Fuchtler ist cool. Knirscher ist cool. Knirscher wäre cool. Bleibt mir mal im Hinterkopf. Arcani wichtig. Schade. Nichts Gutes. Dann noch Gengar, aber ich glaube, Gengar lasse ich so, wie es ist. Hypnose ist cool. Irrlicht ist cool. Aber das lasse ich alles so. Ich spiele das nicht auf Traumfresser. Dann würde ich tatsächlich Knirscher machen. Ja, vielleicht nicht sofort. Ich habe nur einen Herzschub, aber das wollte ich mir merken. Einkaufen will ich auch nicht. Was machst du? Ah, das Kokowai-Ding, genau. Habe ich einen Pflanzenstein? Weil ich habe einen Owai. Dann könnte ich hier direkt tauschen. Ich habe einen Pflanzenstein, also einen Blattstein. Machen wir eben. Owai, Owai, Owai. Owai, Owai, Owai. Kann ich doch hier alle mal wegschmeißen, ne? Nein! Nein! Ja, das war clever. So, jetzt Route 15. Kann man bitte
bekommen. Wenn du einen Beratungsplatz im Radladen Azura C kann man mehr bekommen. Wie kann man denn da mehr bekommen? Azura City kann man mehr bekommen. Radladen. Von dem Typen. Muss den Besitzer ansprechen, die drei Fahrräder anschauen, dann kommst du mit Flaschen von dem. Danke, Zimtstern. Ghost, danke für den Follow, mein Bester. Konkurrenter mal Discord stellen. Nein. So. Also ist das schon hoch genug mit dem Fliegen oder muss ich höher fliegen für das Kragoran? Wo denn überhaupt? Du hast gesagt Azuria City, aber das ist wahrscheinlich nicht hier, ne? Hm. Okay, jetzt Route 15. Wo ist Route 15? 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Muss höher sein, das geht erst nach der Liga, okay. Sieht schon cool aus auf Glurak, ne? Ja, tauchen die Zugbespielen jetzt auf, okay. Ah, super. Jetzt muss ich gegen die alle kämpfen. Ne, muss ich nicht. Ich kam vorbei! Das war nicht der Surfer. Ah! Ah! War auch nicht der Surfer. Kriege ich von der Trainerin da Surfer vielleicht? Wo ist das Surfer? Surfer gefunden! Ich würde die Trainerin trotzdem mal eben wegmachen. Abchecken. Nein! Egal, gibt Geld. Gibt Cash in the Bank. Cash in the Bank. Ich bräuchte mal eine bessere Feuerattacke für Arcani, was auf Angriff geht und nicht auf Spezialangriff. Also, dass ich 17 Level höher bin und der nicht stirbt von einem Wutanfall. Ich verstehe das Spiel nicht. Wirklich. Ich verstehe das Spiel überhaupt gar nicht. Also was die EVs und so angeht, verstehe ich das Game echt nicht. Irgendwie ist das komisch. Wenn man so darauf trainiert ist, wie es so normal ist, ist das hier ganz komisch. So, was gibst du? Ich mache ich auch weg. Ja, Abfahrt. Ich gebe dir auch ein cooles TM. Vielleicht eine Feuerattacke? Who knows? Flammenblitz zum Beispiel? Hallo, hallo. Also das, ich bin 14 Level höher. Ich glaube, die Level sind ja komplett egal. Es geht echt nur darum, wie du die Bonbons reingeballert hast.
Einfach richtig schön die Bonbons reinballern. Knall die Bonbons rein, ist alles gut. Glaubt ihr, ich schaffe die Top 4 First Try? Ich muss auf jeden Fall Heilung holen. Ein paar Beleber und ein paar Top-Genesungen. Was gibt das hier? Feuerschlag! Oh, das kann der aber nicht erlernen, oder? Würde mich wundern, wenn der Feuerschlag erlernen kann. Nee. Gengar! Na, geht auch physisch, das bringt nichts. Aber schade. So, Surfer. Kann ich Austausch noch was Cooles beibringen? Blizzard? Fassade? Toxin? Erholung? Kopfnuss? Nix wirklich. Okay, ab zur Liga. Es kann aber sein, dass ich es gar nicht schaffe und ich offstream leveln muss, beziehungsweise Bonbons sammeln muss. Falls ich es jetzt nicht schaffe, dann würde ich nochmal eine dritte Folge machen mit Liga und irgendein Sammelkram oder so. Feuersturm, Flammenwurf noch. Flammenblitz. Ja, Flammenblitz. Wo gibt's Flammenblitz? Hallo Lisa, frohe Ostern. Wo gibt's Flammenblitz? Kriegen wir das auf die Schnelle noch hin, Flammenblitz? Weil wenn du dir das Arcani mal anguckst, hat halt viel mehr physisch einen Angriff als... als Spezialangriff. Ja, ich meine 30 ist jetzt auch nicht so viel, aber... Die Spezialverteidigung tut ja weh. Ich würde jetzt so einfach mal reingehen in die... in die Liga. Ich kaufe mir noch ein paar Heilungssachen. Wir holen 10 Hypertränke. Belaber. 10 Stück. Top-Genesung nicht. Hyperheiler noch ein paar. Wo sind Hyperheiler? Heiler. Das reicht. Also wenn ich es damit nicht schaffe, dann habe ich es auch nicht verdient. Rest hole ich Bälle. Ja. Bälle. Ja, Mann. Bälle. Ach so, scheiße. Wieso kann ich es da mit einer scheiß Schuppe nicht beibringen? Das ist ja dumm. Da ich es mit einer Schuppe nicht beibringen kann. Da ich jetzt so viele Schuppen habe, kann ich auch noch Knirsche auf Garados machen. Nur noch Lavados mit, anstatt Rezeros, glaube ich. Ist ja Level 50, oder? Ab 50 Verteidigung. Das macht gar keinen Sinn auf Gengar. Level 100 hat Gengar keine 150 Verteidigung. Mit einem Verteidigungswesen auch noch. Das ist so dumm. Jetzt 100
Verteidigung. Also, ich muss das jetzt hier machen. Das ist wichtig für die Top 4, damit ich das auch noch schaffe. Also physisch, also meine Pokémon sind ja physisch so broken. Also physisch trifft mich nichts. Aber Spezialverteidigung von Arcani tut auch weh, 100. Aber der hat da auch eine Schwäche. Dass man auch nicht mehrere auf einmal geben kann. Ich bin mich hier am Tod klicken. Also auf Level 63, 240 Verteidigung, das macht gar keinen Sinn. Aber gut, nimm's. Ey, wie viel? Was brauche ich 2 pro Level? Bestimmt gibt es eine Möglichkeit, dass er schneller geht, die wollte man nicht sagen. Wenn es sich nicht so krass lohnen würde, würde ich es nicht machen. Aber das ist jedes Mal wie quasi alle zweimal drücken, ist wie ein Level. Wie ein Level-Up. Guck mal bitte, welches Arcani hat 300 Def? Kann mal bitte jemand auf PokéWiki gehen, wie viel ein Arcani mit einem Verteidigungswesen maximal an Verteidigung haben kann? Auf Level 100. Ey, da gibt's ja gar kein Ende. Es ist ja unendlich. Können die alle später 500 haben oder was in jedem? Der gleich mehr als Auslos. ...284. Ich habe jetzt schon mehr als ein perfektes Level 100 Arcani. Auf Level 63. 16 mehr. 17 mehr. Verrückt. Völlig verrückt. So. Gehen wir rein. Gengar ist vorne. Ja, speichern und rein da. Rein die Top 4. Bin gespannt. Bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass ich komplett weggewrackt werde. Schon direkt beim ersten. Alles mit Bonbons regeln. Ist so, DV, EV sind völlig egal. Die Bonbons sind komplett busted. Ich wünsche, ich hätte Ränkeschmied auf Gengar, dann würde ich alles wegsweepen. Da, Kaskade, das macht gar keinen Schaden. Normalerweise wäre Gengar sofort weg. Aber das hat fast 200 physische Verteidigung. Rosana ist Eis Psycho.
killt das ein Spukball. Ich probier's aus. Schön. Danke, Lurx. Namus, ne. Also Gengar soll so stark sein, dass der Lorelei alleine macht. Scheiße. Vielleicht muss ich mir mal X-Spezialangriff holen, damit der die wegmacht. Aber ich meine Garados. Ach scheiße, habe ich dem Knirscher beigebracht? Nein. Gerade gegen Agatha wäre das schon gut. Lapras. Hat keine H2O-Absorber. Natürlich trifft sein Blizzard. Das kotzt mich an. Hilfe. Er hat dreimal Blizzard hintereinander getroffen. Wen will der verarschen? Austausch. Mann, ey, hätte so dringend Gengar gebraucht. Ich muss auf Arcani gehen, weil ich was Spezielles brauche. Physisch kann ich vergessen gegen Austausch. Oder ich hätte auf Glurak gehen können, dann den Mega-Entwicklung, ne? Ah, ich hätte auch Kraftkoloss. Oh, ne, nevermind. Ausschuss hat halt echt keine Spezialverteidigung. Okay, geschafft, aber der Knirscher, den brauche ich. Beleber. Wo ist der Beleber? Okay, als nächstes, Brock müsste ja am Anfang Onix haben, ne? Da würde ich auf Austausch gehen, wegen der heftigen Verteidigung. Da macht Kaskade keinen Sinn. Let's go. Oh, nichts, wusste ich doch. Ich glaube, ich versuche den wegzusweepen mit Hausbau. Auch wenn Stein sehr effektiv ist, aber ich habe so viel Death, ist egal. Karnsteine sogar, so witzig. So, jetzt möchte ich aber alles wegsweepen mit Surfer, wirklich. Quappo. Wieso hat der denn Quappo? Wie viel macht Surfer? Ey, wie wenig das abzieht. Trotz Hausbruch. Komisch. Was hat Quappo eigentlich für einen Typ? Ist er Wasser? Oder ist er Kampf-Psycho? Ich glaube, er ist aber auf jeden Fall Kampf, oder?
Wasserkampf. Okay, ist gar nicht Psycho. Ey, guck mal. Ich habe so viel. Das macht gar keinen Sinn, dass Gengar so viel physischen Def hat, dass ich ein Erdbeben überlebe. Von einem Machomai. So dumm. Das ist übel witzig. Ich lieb's. Kiki. Also, dass ich ein Erdbeben überlebe mit Gengar, das macht echt 0,0 Sinn. Echt viel zu viele Pokémon hier gestorben. Das Quappo, ey. Ich hätte wechseln sollen. Aber ich habe gedacht, das Hausbruch den... Naja. Hat noch ein Pokémon. Kann sein, dass er Donnerschlag hat. Wenn er Donnerschlag hat, tritt Garados. Jetzt kommt Agatha, da weiß ich nicht, was sie hat. Die hat ein paar Gengars. Knirscher wäre jetzt so gut, scheiße. Versuch's mal mit Gengar. Egal, ist gut. Psycho. Sehr effektiv. Mann, dass die Sachen überleben, das nervt mich. Jetzt bin ich gespannt. Erstens bin ich schneller, zweitens ist er tot. Ja, tot, sehr schön. Golbat. Bleib mal hier. Smogmog, bleibe ich auch. Oh, Bonnet. Nochmal Gengar. Das eben war 53 und das 54. Müsste ich eigentlich trotzdem, das müsste auch weg sein. Ja, schön. Easy. Agatha war noch bisher am einfachsten. Chillig. 10.000. Es gibt auch gut Kohle. Jetzt kommt Siegfried, ne? Da wird Ausdauer mit Eisstrahl alles aus dem Leben nehmen. Hoffe ich.
auch wenn es erst Level 48 ist. Sicher hält sie aus. Wie krass stark die Pokémon sein können, nur wegen diesen Bonbons, ne? Seemon. Seemon, kann sein, dass ich restarten muss. Das ist ja doof. Killt den ein Surfer? 1 KP. Nee, das meine ich nicht. Ich habe gespeichert. Schnell fast weg. Fast durchgespielt. Ja, ja. Moin Jojo. Mahlzeit Jojo. Also, dass der wieder mit 1 KP überlebt, das nervt mich. Das mache ich nicht. Dann mache ich Gengar nach vorne, Donnerblitz, schön. Ich weiß gar nicht, Seemon ist Wasser. Ist der Wassergift? Was ist der für ein Typ? Oder ist er nur Wasser? Wasserdrache? Nee, Drache auf gar keinen Fall. Kannst du es mal gerade gucken? Drache auf gar keinen Fall. Seedraking ist Drache. Drache auf keinen Fall. Wassergift oder nur Wasser? Wasserflug? Nee. Ich glaube sogar nur Wasser. Nur Wasser, ne? Mit Giftdorn. Na, ah, Fähigkeit gibt's ja hier nicht. Tschö, Seemon. So, was jetzt? Jetzt kommen deine Drachen, oder? Dann kann ich Ausdauer bringen. Aerodactyl, ja. Bring ein scheiß Aerodactyl. Auch wenn Stein sehr effektiv ist. Ich habe so viel Def, ich überlebe auf jeden Fall eine Attacke und dann kommt der Surfer. Oh, der Eisstrahl, egal. Ja, easy. Tschö. Jetzt werde ich den so durchsweepen. Garat, ach Mann! Der lässt mich nicht sweepen, der Sarg. Hat jetzt auch zweimal Dragoran. Ich meine, bei Dragoran kann ich auch nur Eisstrahl machen. Ich glaube, ich kann nicht mehr Hausbruch sogar schenken. Wie viel hat der Spezialangriff? 145. Ich glaube sogar, ich kann mir Hausbruch schenken. Aber der ist schneller, das nervt mich. Deswegen mache ich doch Hausbruch. Er ist nicht schneller, crazy. Jetzt die Frage, geht er auf X oder Y? X oder Y? Immer Surfer. Er macht gar keinen. Mega-Entwicklung.
Professor Eich? Ah, ich dachte schon. Steven. Okay. Was hat der nochmal am Anfang? Er war Tauboss, ne? Ich glaube, ich gehe mit Auslaus rein und versuche zu sweepen. Obwohl, dann bringt er vielleicht seinen scheiß Raichu. Sein Raichu nervt. Aber ich bin halt schneller, vielleicht kill ich ihn am Surfer. Mega Tauboss. Oh, okay, chillig. Also er hat Mega Tauboss, nicht Mega Glurak, ja? Donny, bei Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu hat man das Gefühl ein bisschen. Wenn du es noch nicht gezockt hast, ich kann es dir extremst empfehlen. Es ist das beste Pokémon-Spiel auf der Switch. Es macht so viel Bock. Wir sind alle süchtig seit gestern. Gar nicht gespielt. Hol's nach, glaub es mir. Hol's nach. Hol's unbedingt nach. Es ist mit Abstand das beste Pokémon-Spiel auf der Switch. So, Mega Tauboss, dann komm ran. Na klar! Das meine ich nicht. Wirklich, nein. Na klar, schrecke ich zurück. 1 zu 3 Chance, ich schrecke sofort zurück. Es ist so typisch. Es passt so sehr, es passt so sehr, es passt so sehr. Bin ich jetzt wieder zurückschrecke, dann bin ich sauer. Wirklich. Bin ich sauer. Was? Pinsir? Oh, meinst du wieder Pandir? Despota ist cool. Ciao, Tauboss! Alex, vielen Dank für den Follow, mein Bester. Guten Tag, ich hoffe, dir geht's gut. Alter, das ist Level 49, ne? Aber mit Hausbruch sweepst du hier durch alles durch. Raichu, ja, komm, ich guck mal, wie vielen Surfer abzieht. Oder ein Eistrahl. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Dass ihn das nicht killt, ne? Das ist so bodenlos. Plus 2. So. Ich glaube, Garados war langsamer, ne? War ärgerlich.
Oder ist gestorben oder so. Scheiße, Arcani hat auch keine Spezialverteidigung. Wenn der schneller ist, habe ich ein Problem. Zurückgerufen. Lamus, natürlich. Wieso bringt Lamus sein Ernst? Macht ihr so? Top 4 sind wir gerade. Er macht Top Genesung, ja. Haha, paralysiert. Lu, was soll das? Was soll was? Was habe ich gemacht? Ey, Lavados Level 51. Galopa? Kann er Garados bringen? Lassen deine Mods heute im Schild. Ja, kein Mod da. Steven! Keine Mods da. Es kommt jetzt noch nur sein Raichu. Kannst dich auf dem Fernseher laufen lassen, auf stumm. Ich reg mich nicht auf, alles gut. Level 60 Gengar. Gengar ist eine Macht. Gengar war geil. Ich hol mir direkt den Benga. Den Mega-Gengar-Stein. Gengar-Need oder wie das heißt. Gengar-Nit. Gengar-Nit. Ey, das war die Top 4. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das direkt schaffe. Ich habe einmal Mushas bis Level 60 eine Serie gemacht. Das hat an Leveln gereicht anscheinend. Und die ganzen Death-Bonbons. Wie nur 6, wo ist denn Leonie? Easy. Ich würde ja sagen First Try, aber ich habe zweimal gereloadet, aber das war auch echt assi. Der Luftschnitt, der hat mich abgefuckt. Weil es sieht schon nice aus, ja man. Eigentlich müsste ich einen Nebulak Shiny hunten. Aber ich habe schon Shiny Gengar, eigentlich dumm. Das nochmal. Kommt drauf an. Wenn deine Freundin eine Katze ist, ist das normal. Katzen schlafen 16 Stunden am Tag. Sorry Steven, ja stimmt. Den Fleck und Typen der Liga kaufen, mache ich sofort. Nebulok Shiny Hand. Einfach nur, weil Shiny Gengar so geil aussieht, ne? Nein, sie ist ein Mensch. Es war nur Spaß. Ne, 16 Stunden ist zu viel. Ey, das war ja Top 4. Easy. Insgesamt gebraucht jetzt 13 Stunden zum Durchspielen. Glückwunsch. Geil. Danke für den Prime-Sub, Jojo. Vielen, vielen Dank. Arcani Level 64. Kaum benutzt. Extra hilft mir für die Top 4, genau. Extra das gute Jeanshemd angezogen für die Top 4. Für die Ruhmeshalle. Wenn ich gut aussehe. Kann ich es überspringen? Man kann es nicht überspringen. Kann ich ausmachen oder müssen wir uns angucken? Egal, auf jeden Fall, ich werde die Folge hier beenden.
Je nachdem, wie es ankommt, auf YouTube werde ich nochmal eine dritte machen mit Shiny Hunts, Sachen besiegen, Welt erkunden, Mewtwo vor allen Dingen. Vielleicht eine dritte Folge rund um Mewtwo und Chanera und so. Gucken wir mal, wie es ankommt. Würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Follow auf dem Kanal da und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.